Herzlich willkommen zur Freitagsanalyse. Heute möchte ich mit euch sprechen über die Panikattacke. Die Panikattacke ist ja ein sehr häufiges Thema in der Psychotherapie. Menschen mit Angststörungen, auch mit Depressionen, aber vor allen Dingen mit Angststörungen sind häufig betroffen davon. Die Angststörungen lassen sich ja unterteilen in die generalisierten Angststörungen und die phobischen Angststörungen. Bei dem einen sind die Ängste frei flottierend und übermannend und der Angsterlebende weiß gar nicht genau, warum er Angst hat oder wo diese Angst genau herrührt. Während bei der phobischen Angst die Angst objektbezogen ist und auf Situationen projiziert wird. Das heißt, der Erlebende hat eine extreme Höhenangst, hat eine Spinnenphobie, hat Angst im Dunkeln, sodass die Angst quasi auf eine Situation oder Person projiziert ist, die damit auch umgangen werden kann. Das heißt, die phobische Angststörung ist eine immense Ich-Leistung, die die Psyche vollbringt, um wieder Funktionalität möglich zu machen. Die Panikattacke ist nun sozusagen additiv. Eine phobische Angststörung kann mit Panikattacken einhergehen, aber auch die generalisierte natürlich. Und was genau die Panikattacke ist, ist schwer zu sagen. Eigentlich ist sie eine wunderbare Fusion aus dem, was uns in der Medizin fehlt, nämlich der Fähigkeit zu verstehen, dass Psyche den Körper so immens beeinflussen kann, dass biologische Funktionen auch in die falsche Richtung gehen können. Denn aus einer Panikattacke heraus oder einer Herzneurose, die erstmal mit einer Angst vor einem Herzinfarkt entsteht, kann tatsächlich eine Situation entstehen, wo eine Enge der Herzkranzgefäße eintritt und der Herzinfarkt tatsächlich auch auftritt. Das heißt, eine Panikattacke hat eine immense Kraft und sie ist ausgelöst durch einen Trigger über die Psyche. Und die Frage ist, was passiert denn da? Denn meistens wissen die Erlebenden nicht, woher die Panikattacke kommt oder was da gerade passiert. Es gibt einen auslösenden Moment, zum Beispiel durch den Tunnelfahren oder Überforderung bei der Arbeit. Und dann nimmt es seinen Lauf, kann man sagen. Und nimmt es seinen Lauf, bedeutet, dass der Körper übernimmt. Es gibt einen biologischen Ablauf und dieser biologische Ablauf ist nicht mehr steuerbar, auch nicht von der Psyche. Und das ist so das Besondere, weil wir denken immer, wir sind kognitiv und wir können uns beherrschen und wir wissen, was wir tun. Aber es ist mitnichten so, denn spätestens dann, wenn wir glauben, alles beherrschen zu können, löst ein Trigger einen biologischen Moment aus und der Körper beginnt einfach das zu tun, was er tun muss. Es ist so ein bisschen wie bei einer Geburt. Die Hormone legen die Schalter um und der Körper macht, was er machen muss. Es ist vielleicht auch ein bisschen wie beim Sterben. Der Körper macht was, die Zellen. Wenn der Geist das okay gibt und entschieden hat, dann macht der Körper weiter. Oder wenn die Hormonlage es vorbestimmt hat oder angeregt hat, dann macht der Körper. Und so ist es auch bei der Panikattacke. Und deswegen finde ich, ist es wahnsinnig doch beachtenswert, wie die Psyche den Körper da so anregt, ein biologisches Programm zu vollziehen, was wir dann psychologisch oder mit unserem Geist nicht mehr so im Griff haben, obwohl der Geist so einen starken, so eine starke Kraft ist. Ja? Denn nicht umsonst sagt man ja, der Glaube versetzt Berge. So, also Panikattacke, interessantes Thema. Ich habe Mitgefühl mit allen, die Panikattacken erleben, weil es wirklich schwierig ist. Aber die gute Nachricht, es gibt Möglichkeiten, diese zu behandeln. Und die sind sehr gut. Also es gibt sehr gute Outcomes. Panikattacken kriegt man in den Griff. Aber wie man die Panikattacke in den Griff gibt oder welche Möglichkeiten es gibt, das würde ich euch gerne nächste Mal sagen, weil ich bin jetzt bei 4 Minuten und dann wird das Ganze wieder zu lang. Und vielleicht auch, was dieses Buch mit der Panikattacke zu tun hat, das sage ich euch auch nächstes Mal. Wobei, das ist jetzt nur exemplarisch. Es geht nicht um dieses Buch,
sondern vielleicht geht es auch ein bisschen um Schach. Jetzt sind wir alle, die Schachfans sind, sollen mir schreiben, weil diesem Spiel, so wie dem Bild auch, ich finde das sehr ästhetisch, geht eine gewisse Magie aus. Und da werde ich nächstes Mal mit euch sprechen, wie man diese Magie fruchtbar machen kann und für sich nutzen kann. In diesem Sinne freue ich mich sehr, wenn ich euch dann wieder was erzählen kann über die Möglichkeiten, die es gibt bei der Panikattacke. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Das Wetter wird schöner, heller und es ist Frühlingsbeginn bald. Für gewisse Kulturkreise beginnt quasi das neue Jahr. Und darauf freue ich mich auch. Und das ist der Sieg des Lichtes und des Tages über die Dunkelheit. Das ist doch was, was zu feiern ist. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.